Deutschland bildet die Speerspitze im Krieg gegen Russland. Einen Krieg, den Politiker begonnen, einen Krieg, den wir alle bezahlen und einen Krieg, der unser aller Freiheit beenden wird. Das ist die Agenda und wir, die Satellitenstaaten der übermächtigen, übergeordneten Elite, werden als Kanonenfutter verwendet. Nach Waffen will nun auch Deutschland darüber diskutieren, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Nein, nicht, man macht es hinter verschlossenen Türen, man diskutiert über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht. Aber das wird nichts anderes am Ende des Tages heißen. Am Anfang liefern wir Helme, dann liefern wir Panzer und zum Schluss werden deutsche Soldaten in der Ukraine am Schlachtfeld stehen. Das und was Gates für ein fürchterliches Verbrechen nun aufgedeckt worden ist, das besprechen wir heute in diesem Video. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Mein Name ist Deutsch Benjamin und es kommen viele, viele interessante Videoeinspieler, wie auch von der Ursula von der Leyen. Auf den müsst ihr euch richtig gut vorbereiten und richtig lustig. Hannes, ich würde sagen, ich freue mich riesig, legen wir sofort los. Gates hat dieses Wochenende, hat letztes Wochenende klar gesagt, Bill Gates, Elon Musk soll sich weniger um den Weltraum kümmern, weniger darum kümmern, den Mars zu besiedeln, sondern er sollte sich eher darum kümmern, die Impfstoffe auf der Welt zu verteilen und das Ganze auch finanziell zu unterstützen. Und da muss man natürlich Bill Gates ganz klar verstehen. Natürlich hält er relativ wenig von freier Rede. Natürlich hält er relativ wenig von einer Demokratie, die über freies Internet durch diverse soziale Medien geistern kann. Natürlich wünscht er sich da eher einen Impffaschismus, den er selbst irgendwo schon angeleitet hat. Und zu Beginn haben wir da heute eine Story dabei, eine Story, die mir persönlich die Gänsehaut aufgestellt hat. Und zwar ja, niemand anderer als die Prinzessin von die thailändische Prinzessin mit 44 Jahren, wenige Wochen nach ihrem Covid-Shot, nach ihrer erneuten Impfung, ist sie ins Koma gefallen aufgrund von einer laut BBC Herzerkrankung. Und dann muss man sagen, hat das Ganze auch die Königsfamilie in Thailand mit Trauer mehr oder weniger öffentlich gemacht und gesagt und hat an eine Infektion, eine bakterielle Infektion noch lange geglaubt. Und dann auf einmal kommt Bewegung in die Geschichte rein und diese Bewegung schauen wir uns heute an. Denn eine Sache ist klar, ein Arzt, den wir auf YouTube leider nicht aussprechen können, der seit vielen Jahren in den Medien gern gesehener Gast in Talkshows war, dann aber auf einmal nicht mehr sprechen durfte, als die Pandemie begann, hat, der viele, viele Dinge aufgezeigt hat, schon lange bevor sie jetzt schrittweise belegt werden. Dieser Mann wurde von vielen verfolgt, wurde diffamiert und zum Schweigen gebracht. Und dieser Mann darf jetzt in Thailand die Regierung beraten, darf jetzt in Thailand die Königsfamilie beraten und endlich das aussprechen, zumindest in Thailand, für was er seit Jahren gekämpft hat. Und wenn das Ganze ins Rollen kommt, wenn diese Geschichte nicht nur in Thailand, sondern in vielen anderen Ländern, wie hier in Florida beispielsweise, Schule macht, ja, dann werden wir unser aller blaues Wunder erleben. Benjamin, eine Sache muss man klar sagen, Thailand als erstes Land der Welt ermittelt offiziell, prüft die Verträge mit Pfizer und dann haltet sich auch Thailand mittlerweile die Option offen, alle bezahlten Beträge von Pfizer zurückzufordern, insofern sich diese Ermittlungen bewahrheiten. Dazu haben wir einen spannenden Videoeinspieler. We will see to it that Thailand is the first country in the world that is going to declare this contract null and nullify the contract, which means that Pfizer-BioNTech is going to have to pay back those billions to Thailand, with which Thailand will recompensate those peoples that have lost their existence. Und in diesem Zusammenhang frage ich mich natürlich auch, wo sind die SMS der nie gewählten Ursula von der Leyen? Wo sind die SMS zwischen ihr und Pfizer? Wo sind die Dinge, an die sie sich nicht mehr erinnern kann? Eines muss man sich vorstellen, Ursula von der Leyen ist jene nie gewählte Politikerin, die die größten Summen der Europäischen Union seit ihrem Bestand verteilt. Sei es in der Ukraine oder sei es natürlich am Pfizer. Und ja, es ist ganz klar, dass Zelensky und Pfizer haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden immer reicher und reicher. Sie werden reicher, wie der Turm zu Babel je hoch war. Nur das Ganze wird in sich einstürzen, wenn es zumindest nach den Aussagen von diesem besagten Arzt, den wir nicht ernennen wollen, geht. Eine zweite Geschichte, und auf die müssen wir genauso hinschauen, gerne das Video jetzt schon teilen allerdings, Kanal abonnieren und Glocke machen, aber eine Geschichte, die wir unbedingt anschauen müssen, ist die Einführung der Wehrpflicht in Deutschland. Eine breite Diskussion hat stattgefunden und angerollt hat die niemand anderer als der Blutsauger des Staates, Graf Strack-Zimmermann oder politisch korrekt, Frau Graf Strack-Zimmermann, ein passendes Bild dazu haben wir mit dabei. Und das hat sie gemacht in Verteidigungs- und passender wäre es ja im Angriffsausschuss von Deutschland. Sie schließt eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht aus.
Die Annahme von Frau Strack-Zimmermann ist da ganz klar, dass eben diese Wiedereinführung in Deutschland diskutiert gehört. Und ein Zitat von ihr selber, das sie selber gegeben hat, möchte ich kurz vorlesen. Von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministerabel. In jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin. Und das sagt jene Frau von sich, die verantwortlich ist dafür, die die Regierung unter Druck gesetzt hat, als natürlich eingesetzte Akteurin, um Panzer in die Ukraine zu liefern, um den Konflikt in der Ukraine weiter anzuheizen, koste es, was es wolle, um Blut zu vergießen, koste es, was es wolle. Ja, die Waffenlobbyistin mit Blut im Blut, oder wie ich fast schon sagen, im Machtrausch, bereitet sich bereits vor auf ihren Ministerposten, den sie sich ja definitiv als Kriegstreiberin von Deutschland verdient hat. Damit nicht genug. Grundsätzlich, sagt sie, gelte das Ende der Dienstpflicht ausschließlich in Friedenszeiten, in Spannungs- und Verteidigungsfall. Können sie jederzeit wieder aktiviert werden. Im Falle einer Wiedereinführung müsse die Wehrpflicht, und dort bitte alle hinhören, dann aber auch für Frauen gelten. Also über eine breite, die Diskussion ist mittlerweile eröffnet, über in Zeiten wie diesen, wo die USA Flugzeuge nach Deutschland liefern, aber nicht in die Ukraine liefern will, wo ganz klar ist, dass Deutschland als Speerspitze in diesem Krieg gegen Russland hervorgeht, will sie jetzt eine Wehrpflichtdiskussion lostreten. Also wer dann nicht verstanden hat, um was es am Ende des Tages geht und wo deutsche Soldaten, deutsche Bürger enden werden, ja dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann schaut man sich dazu und das Video an von Frau Kommissionspräsidentin und der ehemaligen Verteidigungsministerin von Deutschland, Frau von der Leyen. Große Symbolik auch auf der anderen Seite. Bei ihrem vierten Besuch in Kiew, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und fast so freundlich lacht Frau von der Leyen nur, wenn sie in Kiew Zelensky ruppeln oder sich von Herrn Zelensky ruppeln lassen darf, wie man im eingeblendeten Bild ganz klar sieht. Erinnert fast schon an Jet-Set Nancy Pelosi, die ehemalige Speakerin des Hauses in den USA, die da immer fleißig beim Küssen war, wenn sie ihren Kriegshelden gesehen hat und ganz erregt schon in Stimmung geraten ist. Eines muss man ganz klar sagen, das Debakel um das Kapitol wird immer größer. Eines muss man sagen, die Hunger Games sind bereits begonnen. Wenn man sich die ganzen Akteure von der Leyen, Jet Set Nancy etc. anschaut, Strack-Zimmermann, dann weiß man, dass das ganze Spiel, die Hunger Games, die Tribute von Bahnen bereits begonnen haben und mehr Realität sind. Eine Sache muss man sagen, Zelensky ist wirklich ein Kriegsheld. Wenn Zelensky aller küssen muss, dann muss man sagen, hat er sich schon den einen oder anderen nicht nur Oscar, sondern auch Orden verdient. Ursula von der Leyen war in der Ukraine, und jetzt bitte anschnallen, jetzt wird es wieder weniger lustig, und zwar um dem kriegsgebeutelten Komiker ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland zu bringen. Das 10. Sanktionspaket von der Europäischen Union gegen Russland soll auf den Weg gebracht werden, und es heißt zu Recht Sanktionspaket. Denn immer wenn die Frau von der Leyen das Ganze macht, wird jemand beschenkt, wird jemand mit einem Paket beschenkt. Einmal ist es natürlich die USA, die nach einem Sanktionspaket Europa Gas liefern, überteuertes Flüssiggas liefern darf und damit die eigene Inflation ein bisschen abbauen kann und sich bereichern kann. Ein anderes Mal macht sich der lustige Kanzler Scholz darüber dann lustig. Schauen wir uns auch einen kurzen Filmeinspieler an. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Und beim nächsten Sanktionspaket kommt natürlich Indien dran. Denn auch Indien darf dann das russische Öl nach Deutschland wieder verkaufen. Das kauft das Öl billig in Russland ein und verkauft es dann wieder teuer nach Deutschland. Also wieder ein Sanktionspaket, was voll geglückt ist. Und wenig später ein Sanktionspaket, das dann die Türkei saniert. Die Türkei, das krisengeschüttelte Land, darf dann auf einmal sozusagen die Waren waschen und nach Russland liefern. Und sozusagen wird das nächste Land hier reich beschenkt. Schauen wir uns an, mit welchen Sanktionspaket diesmal die Sonnenkönigin Ursula von der Leyen Gelder der Europäischen Union verteilt, um dann Menschen im Ausland reich zu beerben. Und das nächste Sanktionspaket wird wahrscheinlich auch irgendwo im Zusammenhang dann stehen mit dieser Diskussion von der besprochenen Wehrpflicht. Ja, deutsche Soldaten sollen immer mehr ins Zentrum rücken, das hat uns schon Carsten Breuer gelernt in Deutschland, aber immer mehr geht es hier zur Sache. Und auch wenn man in die Türkei schaut, wenn dann auf einmal alle Länder Hilfe nach einem schrecklichen Erdbeben schicken wollen, genau in jenes Gebiet, das Erdbeben, wo die Türkei für diese Wochen an und für sich eine militärische Offensive geplant hat und alle Krieg
Griechenland, Frankreich, alle wollen dann schnell militärische Hilfe schicken, dann weiß man, was es geschlagen hat und die Türkei im Fadenkreuz der elitären Machteliten definitiv bald stehen. Eine Sache, der Kanzler wird bald nicht wissen, wie traurig er schauen muss, wie er selbst gesagt hat im Videoeinspieler, wenn dann erklären muss, warum deutsche Soldaten im Krieg, in einem Krieg gegen Russland, warum deutsches und russisches Blut auf einmal auf dem Schlachtfeld vergossen wird, wie es die großen Vordenker der USA schon lange erdacht haben. Ja, und wenn ich jetzt sage, die Wehrpflicht wird in Deutschland demnächst eingeführt wieder werden, dann werden wieder viele sagen, ja, alles üble Verschwörungstheorie, ja, ja, Hannes spinnt da nur ein Stückchen weiter, aber eine Sache muss man dann verstehen, keiner wollte auch einen Lockdown einführen, keiner wollte die Demokratie aushebeln, keiner wollte eine Impfpflicht und keiner wollte auf Demonstranten schießen oder gar eine Mauer bauen. Der Wahlspruch von Baerbock im letzten Bundestagswahlkampf war ganz klar, blend mal ein großes Bild von Frau Baerbock thront da drüber und dann das Plakat mit dem Ausspruch, Wahlkampfplakat vom 26.09., keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Da droht sie, unsere liebe Annalena, unsere Frau Außenministerin, die Stimme Europas im Kampf gegen den bösen Despoten in Russland. Ja, wir sind im Krieg gegen Russland. Ganz klar hat Frau Baerbock recht. Nur sie sind im Krieg gegen Russland. Sie als politische Kaste, sie teilweise schon gewählte Mandatare sind im Krieg gegen Russland, aber nicht die Bürger sind in Russland. Doch die Bürger sollen das Ganze dann als Soldaten, Mann und Frau gleichermaßen bezahlen am Schlachtfeld und natürlich auch in der Geldtasche, die dann Richtung USA fließen darf. Ich fasse zusammen, die deutsche Stimme, die Annalena Baerbock, ist im Krieg gegen Russland, fordert aber vor wenigen Monaten und Jahren noch ganz klar keine Waffen in Kriegsgebiete, keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Wir diskutieren mittlerweile über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht und dann sagen unsere Politiker uns ganz klar und unverhohlen und offen, ganz egal dann eben, ob gewählt oder nicht gewählt, dass es ihnen egal ist, was ihre Wähler von ihnen denken. Film ab. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. No matter what my voters think. Mir egal, was meine Wähler denken. Zumindest, ich sage es immer wieder, Frau Annalena Baerbock, die Frau Außenministerin von Deutschland, die ehrlichste Politikerin von Deutschland, immer wieder trägt sie das Herz auf der Zunge. Ich sage aber ganz klar, liebe Frau Annalena Baerbock, ich denke, Ihre Tage im politischen Außenamt sind gezählt. Ich denke, man bereitet bereits den Wechsel vor. Ich denke, eine größere Rochade in der deutschen Bundesregierung steht an und da wird der Name Annalena Baerbock nicht mehr vorkommen, sondern Panzertoni, der macht sich bereits bereit. Panzertoni immer mehr in den Medien und natürlich Strack-Zimmermann macht den Strick für uns alle zu, knüllt ihn ein Stück weit enger und dann werden wir sehen, was da alles dann so in der Luft baumelt. Ein lustiges Video mit vielen lustigen Einspielen heute, muss man ganz klar sagen. Auch wenn die Themen mehr dramatisch sind und niemand kann das mehr verdeutlichen, glaube ich, in Zeiten wie diesen, wie auch unter anderem der Präsident von Russland, Wladimir Putin, der zum 80. Jahrestag über den Sieg in Stalingrad von der Roten Armee gegenüber Nazi-Deutschland gesagt hat, es ist unfassbar, aber eine Tatsache, wir werden erneut mit deutschen Panzern Leopard bedroht. Und das ist für ihn unfassbar, das ist für viele deutsche Staatsbürger unfassbar, wenn man doch einfach verstehen würde, was russische Rohstoffe, russische günstige Rohstoffe, deutsches und europäisches Know-how auf der Welt für den Impact hätten. Was wäre möglich, wenn Europa, wenn Deutschland und Russland einen gemeinsamen Weg gehen würde? Was wäre möglich? Welche Führungsrolle könnte man in der Welt übernehmen, also anstatt von allen Seiten von Vampiren, wie wir es am Anfang gesagt haben, ausgesaugt zu werden? Hannes, ich denke, das ist der einzige Weg, den Europa jemals machen kann. Wir müssen mit Russen Freundschaft schließen, langfristig. Anders wird es nicht gehen, anders werden wir wieder in den dritten Weltkrieg hier versinken. Und ich glaube, diese Politiker, diese Clownshow, Hannes, die wir heute ja wirklich perfekt dargestellt haben, diese riesen Clownshow, denen immer mehr Menschen nicht mehr vertrauen, diese Clownshow wird auch in einem Währungsreset enden. Das bedeutet auch, das ganze Weltfinanzsystem wird sich verändern durch diese gigantischen Sanktionen, die ja ständig vom Westen gegenüber den Osten hinübergestülpt werden. Und zu diesem Thema gibt es dann am Donnerstag ein ganz, ganz großes Video auch, weil es geht um die Weltveränderung unseres Finanzsystems und wie wir davon profitieren können, Hannes. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste neben diesen unglaublichen Videos, die du heute gezeigt hast, Hannes. Dieser völligen lächerlichen Politik, anders kann man es nicht mehr bezeichnen, muss man natürlich sagen, die Chancen sind das, auf was wir uns fokussieren sollen. Deswegen stellen wir das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen ja, auf die lustige Seite, weil sonst kann man ja nur noch heulen. Und deswegen gibt es bei Invest in Best auch bei der Mitgliedschaft genau diese Möglichkeiten, davon zu profitieren, weil diejenigen, die sich nur aufs Negative fokussieren, die werden da nicht Gewinner dieses Umbruchs, sondern Verlierer. Das heißt, wir müssen von diesen Fehlern, die die Politiker machen, das Beste rausziehen.
Gestern Helme, heute Panzer, morgen Soldaten. Das ist die Agenda, die abgearbeitet werden soll. Und wenn es nach der Außenministerin geht und wenn wir genau hinhören, wissen wir, dass wir alle nur Mittel zum Zweck sind. Ja, und auch Herr Scholz weiß, dass er selbst nur Mittel zum Zweck ist von einer übergeordneten Elite. Frau Schreck-Zimmermann, geht es nicht um Bürger und Menschen, sondern eben um Mittel und Zwecke, die durchgesetzt werden sollen. Und eine Sache sollte man sich dabei aber verstehen. Wenn wir alle nur Mittel zum Zweck sind, wenn wir Bürger, wir Individuen nur Mittel zum Zweck sind, dann sollte man aber auch den Spruch verstehen, der Zweck heiligt die Mittel. Und dann sind es wir, die geheiligten Mittel, auf die es ankommt am Ende des Tages, die sich doch frei entscheiden dürfen, wohin wir uns wenden, was wir unterstützen, wen wir wählen, was wir für eine Wirtschaft betreiben, wann wir unsere Unternehmen schließen und öffnen, wen wir beliefern und mit wem wir Wirtschaft machen. Und wenn das uns gelingt, wir als geheiligte Mittel in dieser Schöpferkraft irgendwo drinnen sind, dann wissen wir, was gelingen kann. Das, was gelingen kann, ist fantastisch und großartig. Und genau diese Zukunft sehe ich vor uns. Diese Zukunft liegt definitiv vor uns. Nur müssen wir jetzt an und für sich anfangen mit dem Tun. Und in den drei Buchstaben, wo der Erfolg eben begründet ist. Im Tun drinnen, da beginnt jeder Erfolg. Und eine Art und Weise dieses Tuns sind, die richtigen Fragen zu stellen. Wir alle haben nicht die Antworten. Auch wir haben niemals die passenden Antworten auf all die Fragen, die jetzt herumgeistern. Zu Covid, zu Klima, zu all den Dingen, zu Krieg, wer der Gute, wer der Böse ist. Das sind alles Themen, die uns ablenken sollen. Alles Themen, die uns in die Emotionen reinbringen sollen, die uns in die Angst reinbringen sollen, die uns lenken und leitbar machen, damit wir eben das Mittel für ihren Zweck sind. Doch wenn wir es schaffen, am Ende des Tages raus dieser Emotion zu gehen und die richtigen Fragen zu stellen, ohne eine Antwort zu haben, beispielsweise, warum eine Übersterblichkeit in Europa und der westlichen Welt herrscht, warum Carsten Breuer, der Mann für Inlandseinsätze, was er derzeit macht, oder warum Ursula, die nie gewählte Ursula, allmächtig bevollmächtigt ist, Sanktionen zu verhängen gegen Russland, die Russland, aber auch uns alle betreffen, dass wir eine Kammer, eine Wirtschaftsvertretung, eine politische Kaste erklärt, wen ich beliefern darf und wen ich nicht beliefern darf. Das sind die richtigen Fragen, die wir stellen müssen. Und wenn es dann gelingt, die richtige Antwort darauf zu geben, ich weiß es nicht, aber ich weiß mittlerweile, dass ich nichts weiß. Sokrates, 412 vor Christus, dann haben wir den großen Sprung geschaffen und dann werden drauf Daten folgen können. Dann werden wir die geheiligten Mittel sein, die eben dann Schritt für Schritt eine neue Agenda, will ich fast schon sagen, durchsetzen. Eine Agenda des freien Individuums, eine Agenda der freien Wirtschaft, eine Agenda, in der der Mensch mehr zählt als das Kollektiv, eine Agenda, in der wir alle wieder zu dem selbst finden können, was wir eigentlich sind, wunderbare Schöpfergestalten, wunderbare Menschen, die ein und für sich nicht gegeneinander, sondern nur miteinander stark sein können. Ja, und das geht auch nur mit einem neuen Geldsystem, weil solange das Geldmonopol bei diesen Politikern liegt, wird es ganz, ganz schwierig werden für uns Menschen, daraus auch auszubrechen. Und das ist eben ein Riesenthema, was uns in den nächsten Jahren erwartet wird. Und das ist auch die Chance, die wir jetzt einfach haben. Hannes, ein unglaubliches Video, eine unglaubliche, die Wahrheit, dass es mittlerweile schon wieder soweit ist, dass auch Frauen eingezogen werden ins Bundesheer. Wehrpflicht kommt zurück. Wie irre ist das? Hätte man das vor 5 Jahren gesagt, sind wir uns mal ehrlich, keiner von uns hätte geglaubt, dass wieder eine Wehrpflicht in Deutschland kommt, dass da russische, also deutsche Panzer nach Russland kommen, in den Osten geschickt werden. Hannes, unglaubliche Zeiten, verrückt, man kann es nur verrückt nennen, aber ich glaube, du hast das heute wieder gewaltig gut aufgearbeitet und das ist, finde ich, auch einen Daumen nach oben wert, dieses Video. Teilt dieses Video jetzt bitte sofort, das ist ganz, ganz wichtig, das muss raus, das Wissen muss raus, weil wenn wir das Ganze, was uns irgendwie, ja, vorgesagt wird, nicht unbedingt annehmen, weil wir selber denken können, können wir das Ding sicherlich noch umreißen, das Ruder. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und diese einfache Frage sollte sich jeder mitnehmen und selber stellen, was dann wäre. Fangen wir an zu wirtschaften, fangen wir an gemeinsam zu tun und gestalten. Wer Lust hat, gerne bei Invest in Best. Wir sind eine tolle Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärkt, mit Wissen, mit Informationen, mit Daten und Fakten, mit Mindset und Skillset, das zusammen verbindet. Und im Verbinden liegt der Erfolg drinnen. In diesem Tun des Verbindens liegt der Erfolg drinnen. Wenn wir das gemeinsam tun, dann werden wir Gewinner des Umbruchs sein und eine fantastische Zukunft vor uns haben. Ja, aber die Kriegszyklen, wie Hannes heute schon gut gezeigt hat, die schlafen 2023 und die nächsten Jahre ganz bestimmt nicht. Und wir bei Invest in Best nutzen gemeinsam jetzt die Chancen in dieser epochalen Zeit. Bis zum Donnerstag zum Video für das neue Weltwährungssystem und ich würde sagen, schönen Dank noch. Tschüss.